Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Da sagte der Makler, ja, um das Haus auf heutigen energetischen Standard zu bringen, müsste man da 80.000 Euro reinstecken. Ist ja, haben Sie irgendwas geraucht? Für 80.000 Euro, wissen Sie, wie viele Jahrzehnte ich da noch Heizöl zum Preis von 1,50 Euro kaufen könnte? Ja? Das muss jeder für sich entscheiden. Wenn Sie sagen, Mensch, ich habe definitiv viel zu viel Geld, ja, und 80.000 Euro für Isolierung und was weiß ich, jucken mich gar nicht, okay. Ja, aber das muss irgendwo ja in einem vernünftigen kaufmännischen Verhältnis stehen. Ja, was nützt Ihnen das, wenn Sie da 80.000 reinstecken und im Jahr 300 Euro an Heizkosten sparen? Ja, aber in Deutschland, das ist ähnlich, ja, Umweltschutz und Energiesparen und was weiß ich, die machen einen ja verrückt. Ja, aus meiner Sicht auch, was wir vorhin hatten, die Energiesparverordnung, das ist ein Sonderkonjunkturprogramm für die Bauindustrie. Vielleicht ein ganz gutes Verkaufsargument dann später, oder? Das ist aus der Erfahrung, dass wir... Nee, also meistens ist es so, sie stecken da mehr rein, als sie dann eventuell dann einen Verkaufspreis erzielen. Und die meisten Leute, also aus der Praxis, die gucken eben, ob ihnen das Haus gefällt. Ja, und wenn die dann sagen, und im Zweifelsfall, wenn sie wieder verkaufen, gilt dann die Energieeinsparordnung, was weiß ich, 2022. Und dann ist ihre auch schon wieder 10 Jahre alt. Also die meisten Leute entscheiden dann wirklich, sagen, okay, die Lage muss stimmen. Ja? Und das Haus an sich muss einfach von der Optik, von der Aufteilung, von den Räumen passen. Ja? Und das andere sagen die zur Not, das machen wir dann selbst. Ja? Also habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass jemand sagt, okay, da muss jetzt eine nagelneue Heizung drin sein, sonst kaufe ich das nicht. Die sagen dann eben, ich kaufe es und mache eine nagelneue Heizung rein. Ja? So, und vielleicht gibt es in 10 Jahren können wir alles mit Solarstrom machen oder keine Ahnung. Also da würde ich, also klar, wenn Sie zwei identische Objekte haben und das eine hat die Energieeinsparverordnung 2012 und das andere nicht, dann würde ich das nehmen. Ja, aber wenn irgendwas anderes an dem anderen besser ist, ja, macht das aus meiner Sicht keinen Sinn. Ja, wo die 90-jährige Oma dann irgendwie in der Küche die Herdplatte angedreht hat, damit es wärmer wird. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!